gibt mir total Mut und Hoffnung und Zutrauen in die Menschen zu sehen, dass diese Bereitschaft überall da ist. Also überall, wo wir mit dem Container hinkommen, die Leute haben Lust, sich kennenzulernen. Sie kommen in den Container, sind neugierig, bleiben stehen, fragen nach, was wir hier machen. Und kommen total bereitwillig miteinander in Kontakt. Ich glaube, was er macht. Er macht das von Herz. Und ich finde, das ist nicht klein, was er macht. Das ist echt eine große Sache. Das erste Mal, dass ich mit den deutschen Leuten in so Nähe Kontakt und zusammen kochen. Teamarbeit, das hat mich echt gewundert. Und auch die Leute sind sehr offen. Danke für dieses Projekt. Das ist echt eine tolle Idee. Und ich hoffe, dass ich kann auch hier in Rendsburg diese Idee machen. Wenn wir uns nämlich nicht einander kennenlernen, können wir nicht feststellen, warum wir uns missverstanden haben. Dann hat man jeder mal seinen Standpunkt gezeigt und so wie er lebt. Und dann haben wir auch die Chance, uns ja, besser auszutauschen, anzufreunden. Freundschaft ist ja immer gut. Und deswegen stehe ich auch zu dem Projekt mit dem Container, weil es wichtig ist, einen Begegnungsort zu haben, der neutral ist. المشاكل ما في مشاكل يعني هون بين بعض برندسبورغ لأنه في نقطة أنه اللي بيجتمعوا هن يعني عندهم اللي بيحبوا هالشغلات اللي ما بيحب طبعا ما بيجي يعني اللي عنده رغبة بهالش فأنا بعتقد أنه ما في صعوبة أنه في كمان يعني أمور يعني بغض النظر أنه واحد كيف بده يمول هالمشروع هاي كمان هاي نقطة التمويل المشروع مكان المشروع كمان في عندك يعني في عندك جانبيات سلبيات وعندك ايجابيات اما بين العالم ما في مشاكل بس انه المشاكل هي ماديه لا اكثر في ان kleine familie und diese familie kann sehr groß sein und die familie ist nicht nur afrikaner familie es ist keine araber familie es ist keine deutsche familie es ist keine latinas familie es ist eine multikulturfamilie und das ist so stark dass es muss weitergemacht werden und da die Menschen zusammenkommen. Wir nehmen dieses Konzept und dann machen wir weiter. Das heißt, es werden noch neue Gesichter dazugekommen und das ist eine Zukunft von Rendsburg. Gerade in der ehrenamtlichen Arbeit oder wenn man als Gruppe zusammen was erreichen möchte, ist es super wichtig, miteinander zu kommunizieren, Aufgaben zu verteilen, Rollen durchzuwechseln. Wir sind nicht ein Verein, sondern wir sind ein Netzwerk, ein Community in Deutschland. Wir sind aktiv in 35 Städten, aber alle Kitchen und anderen Standorte in Deutschland die letzten 3 Jahre haben einen Satellit gegründet oder über den Tellerrand ehrenamtliche Gruppe. Die sind alle aktiv, die sind schon in Verbindung mit der anderen Regionalgruppe bundesweit, einfach auf Augenhöhe zu treffen. Nur dann können wir Freundschaften erstellen, unsere Vorurteile abbauen.